So, ihr Lieben, Spitzensport trifft Wissenschaft. Das wurde heute unterzeichnet, der Vertrag, und zwar zwischen der Europa-Universität Flensburg in Form von Jochen Baumeister und Spitzensport, der SG, unser Trainer Mike Machulla. Und jetzt wollen wir erstmal fragen, wie ist denn das überhaupt zustande gekommen? Also Wissenschaft und Spitzensport, wie geht das zusammen? Wir fangen erstmal mit dem Sportler an, würde ich sagen. Ja, also erstmal passt das super zusammen natürlich und ich bin froh, dass es zusammengekommen ist. Als ich damals das hier übernommen habe, hatte ich ja viele Ideen im Kopf und manche Sachen sind ja realistisch umzusetzen, manche Sachen sind nicht so umzusetzen und dann kam Jochen ins Spiel und wir haben uns kennengelernt und hat ja schon ein paar Sachen angefangen mit der Akademie und mit Michael Döring zusammenzuarbeiten und dann haben wir uns so ein bisschen zusammengesetzt und ein paar Sachen mal besprochen, was ich mir so vorstelle, was realistisch ist und da sind wir relativ schnell zusammengekommen und jetzt haben wir diese Kooperation und da bin ich sehr glücklich drüber. Jetzt müssen wir Professor Dr. Jochen Baumeister mal fragen, der gerade gesagt hat, er legt keinen Wert auf den Titel, was ich sehr geil finde übrigens. Lehrstuhl gekriegt in Flensburg und genau. Wann reifte die Idee zu sagen, Mensch, ich könnte ja mal die SG fragen, ob da was geht, weil das ist zufällig mein Thema, so Spitzensport und Wissenschaft? Ich müsste jetzt sagen, eigentlich schon vorher, bevor ich den Lehrstuhl gekriegt habe, war eigentlich schon klar, dass, also es ist mein Thema oder eins meiner Themen. Und da ist klar, wenn ich leistungssportaffin bin und sowieso im Leistungssport schon arbeite mit Mannschaften, dass wenn ich in Flensburg bin, dass ich natürlich irgendwie versuche, mit den Jungs ins Gespräch zu kommen. Und war das ein gutes Gespräch mit Mike oder hat es gedauert? Ich glaube nicht, dass, also von meiner Seite hat es nicht so lange gedauert. Fragen wir gleich nochmal bei Mike nach, vielleicht hat er eine andere Meinung, aber jetzt seid ihr zusammen und der Kooperationsvertrag wurde unterschrieben und es geht ja darum, die Spieler besser zu machen, individuell besser zu machen, das Training zu verbessern. Du hast es vorhin, glaube ich, auch schön gesagt, also nicht jeder läuft gern irgendwie 600 Meter, wenn das nicht muss, also der Torwart oder Kreisläufer oder links außen, rechts außen. Inwieweit ist das jetzt schon spürbar, dass es besser wird? Naja, erstmal ist es so spürbar, dass die Jungs das sehr gut annehmen, so dass sie sehr wissbegierig sind, weil die natürlich auch den Sinn darin sehen, dass es natürlich individualisiert werden muss, weil die Anforderungsprofile tatsächlich auch so unterschiedlich sind und die natürlich auch ein Verständnis dafür haben, dass ein Kreisläufer anders trainieren muss als ein Linksaußen oder ein Torwart. Und die Spieler fühlen sich halt dadurch mitgenommen, fühlen sich halt auch verstanden und haben ein gutes Gefühl. Und ja, sie sind mit großer Motivation, mit Spaß dabei. Und ich sehe mich da absolut in diesem Trainingsprozess, finde ich mich wieder. Und wir sprechen da eine Sprache und kommen immer irgendwie am Ende dann auf einen Nenner. Die Wissenschaft hat ja immer das Problem, alles erklären zu können und auch zu wollen, aber ist es am Ende auch belegbar? Das ist ja die große Unbekannte, glaube ich. Ne? Und wenn man dann sagt, so wie jetzt in der Akademie, der Speedcourt, der ja dafür sorgen soll, dass hier oben, bei mir ist relativ wenig, aber bei den Spielern recht viel. Wir versuchen das auch nochmal. Ich habe schon gesagt mit Jochen, ich gehe hin und probiere das. Werde wahrscheinlich gegen Sigi antreten und Sigi wird wahrscheinlich gewinnen, ich weiß es nicht. Wie schwer ist denn das eigentlich, das aufs Papier zu bringen, damit Mike dann am Ende das analysieren kann, okay, der Spieler braucht das, der Spieler braucht das. Das ist mit diesen objektiven Messverfahren eigentlich relativ einfach. In dem Moment, wo wir Parameter und Messverfahren gefunden haben, die für uns relevant sind, dann müssen wir am Ende nur noch objektiv messen. Und das haben wir jetzt angefangen, insbesondere mit dem Profiteam. Wollen wir eben so Baseline-Werte haben, um hinterher, wenn sich jemand verletzt, zu gucken, wenn der wiederkommt, wenn der von der medizinischen Abteilung das Go hat, ist der auch tatsächlich bereit, wieder am Spiel teilzunehmen. Auch ein wichtiges Thema natürlich, Entschuldigung, natürlich Wissenschaft und auch das Medical Team. Ich meine, der Arzt muss am Ende ja auch das gesundheitliche Go geben. Ihr könnt natürlich unterstützend wirken. Gab es da schon mal so Berührungspunkte? Also negative Art? Nein, die gab es nicht, auch mit dem Medical Team, das war von Anfang an eine super Zusammenarbeit, glaube ich, weil alle Seiten gesehen haben, dass jeder eine Expertise einbringt, die der andere nicht hat. Und das macht am Ende ja ein Team aus und das klappte von Anfang an eigentlich super. Also die Kooperation steht auf jeden Fall auf festen Füßen. Jetzt kannst du ja mal sagen, Mike, als Trainer, wer stellt sich denn am ungeschicktesten an beim Speedcourt? Ja, Mark Bult. Der und, spielt ja nicht mehr, oder? Nee, und dann auch ich. Nein, es ist tatsächlich so, dass das, wir ja sowieso in dem Trainingsalltag eingebaut haben und immer ein großes Thema war, dieses Agility, weil es halt sehr spielnah ist. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, über diesen Speedcourt auch den Motivationsfaktor sehr hoch zu treiben. Die pushen sich da gegenseitig mit Bestzeiten. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht von Magnus Röth. Aufgrund seiner Größe ist er wahnsinnig schnell und hat eine hohe Auffassungsgabe. Mahé zum Beispiel ist jemand, wo man glaubt, der müsste da drüber fliegen, ohne überhaupt einen Kontakt zu haben. Und
der hat dann doch ein bisschen Schwierigkeiten manchmal und das ist ganz interessant. Also man glaubt immer, seine Spieler ganz gut zu kennen, aber wenn sie dann auf dieser Platte mal stehen, dann sieht man halt doch, dass der ein oder andere ein, wie sagt man das so schön, Entwicklungsfeld hat. Okay, Kenny hat mir ja auch mal in einem Interview verraten, er isst doch gerne mal eine Tüte Chips. Hat das damit was zu tun vielleicht? Also, dass die Laktatwerte dann vielleicht nochmal runtergehen, dass die Chips so ein bisschen auf die kognitive Fähigkeit drücken? Das müsstest du doch eigentlich am besten beschreiben können, oder? Naja, das waren jetzt ganz viele unterschiedliche Dinge auf einen Haufen. Aber dafür ist die Wissenschaft ja da, da doch mal Licht ins Dunkel zu bringen, ne? Genau, ich würde sagen, jetzt der ein oder andere Chips ist da nicht so dramatisch, wenn das nicht zu viel wird und... es ist im Grunde genauso, wie Mike das gesagt hat. Was super ist, ist, dass man, dass insbesondere auch die Trainer sehen, das ist eine Zusatzinformation. Also das sind Informationen, die bisher nicht verfügbar waren und man ist auch überrascht, das finde ich besonders gut immer, wenn man sagt, ach guck mal, der, von dem hätte ich das gar nicht zugetraut, dass der jetzt so über diesen Speedcourt fliegt. Und in dem Moment, wo wir halt Defizite oder auch Stärken ausmachen, können wir uns halt auch wieder individuell drum kümmern. Und das ist halt die Stärke dieser Sache. Und es hat definitiv nichts damit zu tun, ob nun einer 1,70 groß ist oder 2,05 Meter. Also ich meine, die Bahnen im Körper sind überall gleich oder dauert es tatsächlich ein bisschen länger, wenn ich größer bin? Na, wenn du zu groß wärst, dann würde es ein bisschen länger dauern, aber in diesem Fall ist das vollkommen okay. Spielt keine Rolle, ob ich nun 2 Meter oder 1,70 bin, Hauptsache es kommt unten an und oben und ich weiß, was ich tue. Es kommt an, genau. Okay, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und als Abschlussfrage natürlich, es stand auch im Raum, es gibt eine App, die die Spieler sozusagen aufs Handy bekommen und da müssen Fragen beantwortet werden von 1 bis 10. Wie wird das angenommen? Auch sehr gut. Also die machen das regelmäßig. Morgens um 10 bis um 10 muss das da sein, diese Information. Wir haben das getestet, wir wollen die Spieler ja nicht auch überfordern, also und zu groß belasten. Also das dauert genau 10 Sekunden. Wie viele Fragen sind es? 4 Fragen zu beantworten. Das ist nur noch von 1 bis 10, muss man nur auf die Zahl drücken. Und dann kriegen wir am Ende dann auch mal ein Feedback, wie die Jungs so drauf sind, wie die Belastung vertragen haben, wie die sich körperlich fühlen, wie die geschlafen haben, einfach solche Sachen. Manchmal werden auch ein paar Spaßfragen eingebaut, damit die Stimmung gut bleibt. Also es ist, wird sehr gut angenommen, auch von den älteren Spielern. Da bin ich sehr froh drüber, wie offen die der Sache gegenüberstehen. Und letztendlich kriegen wir halt durch diese Fragen dann halt auch mal, ich sag mal, ein Feedback, wie die Jungs drauf sind und können dann halt frühzeitig auch reagieren. Jetzt stelle ich eine fiktive Frage. Ihr dürft antworten, ihr könnt sie aber auch auslassen. Sollte es jetzt passieren, am Ende der Saison, dass wir irgendeinen Titel gewinnen, wer hat ihn geholt? Die Wissenschaft oder der Spitzensport? Das Team. Schöne Antwort. Also in diesem Sinne, ne, eine ganz, ganz tolle Kooperation, die hier Europa-Universität Flensburg und die SG Flensburg-Handewitt mit der Akademie zusammen. Wir machen Spitzensport und wir machen Wissenschaft und am Ende gewinnen wir alle. Schönen Abend, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.